Hallo Martin, ich Hallo begrüße Günther. dich. Verändert die Pandemie die Welt und muss die Kunst darauf reagieren? Es passiert so viel, ne? Da haben wir einmal diesen unfassbaren Digitalisierungshype, ne, Richtung Krypto, Coins, die sozusagen, ne, wo man Kunstwerke einschreiben kann und die jetzt versteigert werden für Millionen von Dollar. Also wahnsinnige Sachen passieren, wo man auch nicht weiß, ne, ist das jetzt real oder nicht. Andererseits passiert gar nichts. Sitzen wir jetzt hier schon seit über einem Jahr. Also schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ich arbeite so vor mich hin, also relativ in meinem kleinen Kämmerlein und bin auch ganz guter Dinge. Und ja, ich denke, dass eben also die digitale Präsentation, die wir jetzt auch ja gerade schon betreiben im Moment, eine Sache wird. Also ich komme zum Künstler ins Atelier, ich will ja was sehen, ich will seinen Prozess sehen, ich will an seiner Arbeit teilhaben. Das wird, glaube ich, mehr passieren, ja. Okay, was ist für dich das Unbekannte in der Kunst? Genau, wir hatten ja schon gesprochen, die großen Worte von Willy Baumeister und das Thema. Ja, bei mir ist es ja vielleicht das Unsichtbare, ne? Das Unsichtbare, was ich sichtbarer mache, ne? Also durch die Hochgeschwindigkeitsfotografie, ne? Also den Moment, den ich zerhacke in 7000 Teile, das wäre ja ein Film von 2 Minuten, ne? Also jede Sekunde lebe ich sozusagen in Form von 2 Minuten. Nein, tue ich natürlich nicht. Aber den Moment, also wo ich fotografiere, da, das ist schon ein solcher kurzer Moment. Also meine Zeit ist dann eine extrem ja, gedehnte Zeit, ne? Wir verbringen ja eine sehr geraffte Zeit, also die reale Zeit, die Menschenzeit, die ist ja ganz anders, ne? Also in dieser Zeit, in der ich bin, da sind wir eigentlich eher wie Bäume. Wir bewegen uns in einer Geschwindigkeit von Pflanzen, ne? Und was da passiert, was ich beobachte, passiert also in einer realen Zeit, in der, ne, normalen Zeit. Also ich bin sozusagen ein Baum, der den Dingen zusieht. So könnte man es vielleicht sagen. Welches Verhältnis hast du zum Augenblick? Ja, also wie man es ja sieht, ne, ich gehe ja da auch richtig in die Tiefe, ich halte mal die Kamera hier so ran. Also mich interessiert da, was passiert dann auch im Einzelnen, ne? Also was tun die Teile, die da bei der Explosion zerspringen? Was passiert mit, also jetzt hier diese Farbskulpturen, kann man vielleicht auch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, ne? Also, ne, auch mal ganz nah ran. Also das Detail und was im Einzelnen passiert, interessiert mich, ne? Also das sichtbar zu machen, nicht grob zu sagen, ja, okay, das ist die Figur, die zerfällt in ihre Teile, sondern ich will sehen, was genau, wo, welches Teil, wann ist. Und das fasziniert mich einfach. Also, genau. Und das ist eigentlich auch der Punkt, dass dieses Staunen und das Fasziniertsein, das ist für mich der Moment, wo ich sage, das ist Kunst, ne? Und dann, dass ich sage, okay, ich kann jetzt andere auch faszinieren und zum Staunen versetzen, ne? Dieser Transfer, also erstmal mein Staunen und Faszinieren auf, wie reagiere ich sozusagen auf das Unbekannte, ne? Und dann, wie sehe ich also meine Betrachter, die Betrachter meiner Arbeit, dann, wie kann ich dazu die dazu bringen, dass sie auch fasziniert sind, ne? Und staunen. Das ist es, glaube ich. Das ist für mich der Moment, der Transfer. Die Fotografie ist ja eigentlich ein stummes Medium. Wie viel Musik steckt drin? Wie viel Geräusch? Ja, ich komme jetzt gerade mal hier zum quasi, können wir ja mal gucken. Also hier kann man so ein bisschen sehen, wie das passiert. Also da sieht man jetzt den Scherbenhaufen, ne? Da kann man sich natürlich vorstellen, dass da natürlich auch geräuschlich was passiert, ne? Und auch, ja, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, aber normalerweise fliegt das Zeug halt hier überall rum und überall sind Scherben. Man hat eigentlich immer so ein Knirschen, ne? Normalerweise würde alles knirschen, wenn ich jetzt hier laufen würde. Zurück zum zweiten Teil, dass eben mit den Geräuschen viel passiert, ne? Da haben wir ja hier zum Beispiel eine Farbskulptur.
Und da ging es ja darum, wie man jetzt Musik sichtbar machen kann. Also, dass ich einfach eine, wie gesagt, eine Membran, eine Lautsprecher nehme, da Musik drauf gebe, das dann hochschleuder und am Ende diese Farbskulptur dann ein Musikstück für mich symbolisiert. Das war halt die vielleicht etwas verrückte Idee, die aber sich hat ganz wunderbar transportieren lassen. Und die Geschichte hat sich auch wirklich in die Köpfe der Menschen auch gesetzt und ja, es hat funktioniert. Also die Raubvögel, die waren hier auch im Atelier live, sind durch Lichtschranken Vorhänge geflogen, haben sich sozusagen selbst porträtiert. Auch eine spannende Arbeit. Und dieses eigenartige Stillsein in diesen Bildern war dann halt auch faszinierend. Ne? Von den Tieren, die eigentlich ihren vitalsten Moment in dem Moment, wo sie abheben, mit ganzer Kraft sich in die Luft schwingen haben. Ne? Das war dann so ein toller Widerspruch. Und da war dann dieses Staunen. Ne? Okay, danke dir.